Die Hälse der Schaulustigen, die sich gestern Morgen an der Hopfgartener Kirche versammelt hatten, wurden länger und länger. Schließlich kommt es im Dorf nicht alle Tage vor, dass ein 80-Tonnen-Kran am Gotteshaus Halt macht und das komplette Geläute aus dem Kirchturm hebt, zumal es sich bei den drei Glocken von St. Vitus um besonders stattliche Exemplare handelt. In Vorarbeit hatten dazu bereits in der vergangenen Woche Helfer der Kirchgemeinde die Dachhaut des Turmes geöffnet. Die Glocken wurden ausgebaut, um eine Sanierung des Kirchturms möglich zu machen, weil sie dort im Weg waren, weil dort die Lasten einfach zu hoch waren, um sie irgendwo ins Gebälk zu hängen. Und somit mussten sie temporär aus dem Turm gebracht werden, um die Baufreiheit zu erreichen. Und ein weiteres Verfahren, was mit den Glocken passiert, steht zurzeit noch aus. Der Plan ist, sie nach der Sanierung wieder einzubauen. Doch bis dahin dauert es noch, denn derzeit ist die örtliche Gemeinde und der Förderverein der Kirche St. Vitus damit beschäftigt, das Geld für die Sanierung des Turmes und des Glockenstuhles zusammenzubekommen. Mal sehen, wie es nächstes Jahr vorangeht mit Baumaßnahmen. Dann kommen sie vielleicht Ende nächstes Jahr wieder rein. Aber ganz grobes Ziel. Eine weitere Frage, die sich aufdrängt, ist, ob es nach einer Sanierung auch genau diese drei Glocken sein werden, die in der Gemeinde erklingen werden. Denn die besten Jahre haben die Eisen-Hartgussglocken bereits hinter sich und sind bereits recht nahe an der Verschleißgrenze angelangt. Im Jahr 2010 mussten die Glocken verstummen und der fast 1000 Jahre alte Turm gesperrt werden. Die Schwingungen des über 3 Tonnen schweren Instrumentariums drohten der ohnehin maroden Statik des Gemäuers noch weiter zuzusetzen, denn der Turm drohte einzustürzen.